Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist. Und dazu begrüße ich natürlich zugeschaltet aus dem Homeoffice Michael Schröder. Ja, Michael, du hast deine Sendung heute mit dem Satz betitelt Fünf Chancen für 2021. Gehen wir doch mal der Reihe nach alles durch. Der erste Wert heute ist LPKF Laser. In der Branche brodelt derzeit die Gerüchteküche. Es gibt Übernahmefantasie. Ist das auch ein realistisches Szenario für LPKF? Na, ich sag mal so, also ob die Gesellschaft übernommen wird, ist recht fraglich. Auf der anderen Seite hat der LPKF natürlich einiges zu bieten. Wir haben es an dieser Stelle und auch im Aktionär schon oft thematisiert. Die LIDE-Technologie, der absolute Gamechanger. Viele Projekte laufen, auch mit namhaften Kunden. Das Ganze muss sich jetzt im laufenden Jahr, ja, aus den Pilotanlagen müssen jetzt greifbare und unterschriftsfähige Aufträge, Umsätze und Gewinne werden. Dann sollte das Geschäft auch wieder richtig Fahrt aufnehmen. 2020 hat es einige Verschiebungen gegeben. Gut, das Thema ist abgehakt. Wir schauen jetzt auf 2021 und hier sind die Aussichten für LPKF doch deutlich besser. Wir haben jetzt in den letzten Tagen eine scharfe Korrektur gesehen. Die Aktie ist auf die ehemalige Widerstandslinie, die Widerstandszone Bereich 25, 26 Euro zurückgefallen, hat aber jetzt schon wieder Fahrt aufgenommen. Du hast es gesagt, kleinen Anteil daran hatte natürlich auch die Übernahmespekulation bzw. die Übernahmevorhaben in Amerika. Gehe davon aus, dass sich jetzt der Aufwärtstrend weiter fortsetzt, dass wir hier zeitnah in den nächsten Tagen, Wochen neue Höchstkurse sehen, also eine Trendfortsetzung mit Kursen über 30 Euro und dass die Aktie dann in das Frühjahr hinein, ja, begleitet von einem positiven Newsflow auch die 35-Euro-Marke ansteuern sollte. Dann schauen wir mal auf MBB mit Friedrich Vorwerk. Ist MBB der Einstieg in den Pipeline- und Anlagenbau für Gas- und Stromnetze gelungen? Dann hat man durch die Add-on-Akquisition der margenstarken Bohlen und Doyen das boomende Segment Energieinfrastruktur weiter gestärkt. Und jetzt steht auch noch der Börsengang von Vorwerk an, oder? Ja, genau so ist es. Also es gibt noch keine offiziellen Eckdaten, aber hinter den Kulissen ist man bei MBB schon aktiv, treibt diesen Börsengang voran. Der Vorstand oder das Vorstandsteam hat schon gezeigt, dass in der Vergangenheit gezeigt, dass man Erfahrung hat. Die haben eine Beteiligung, die Aumann und auch die Delignit schon an die Börse gebracht. Nun also der dritte Streich. Und man sieht hier, der letzte Peak, die letzte Aufwärtsbewegung waren eben die Ankündigung, dass das jetzt in diesem Jahr tatsächlich umgewählt, dass die 60-prozentige Beteiligung oder dass das Unternehmen an die Börse gebracht wird. MBB erhält 60% der Anteile. Und die Fantasie ist groß. Das Thema, du hast es angesprochen, Vorwerk ist in einem absoluten Mega-Wachstumsmarkt aktiv, die Gasnetze etc. Und hier spielt natürlich auch immer gerne an der Börse und auch in der Realität das Wasserstoffthema eine kleine Rolle. Dekarbonisierung der Industrie sei das Stichwort. Also Vorwerk ist hier sehr gut aufgestellt und ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Börsengang noch vor Ostern sehen werden und dass die Investoren Schlange stehen. Also hier auch nochmal ein ordentlicher Schluck in die MBB-Firmenkasse gespült wird durch diese Aktion. Und das öffentliche Interesse an der Aktie, an der MBB-Aktie, sollte jetzt hier in den nächsten Wochen weiter zunehmen im Vorfeld und rund um das IPO und die Bewertungen, die jetzt hier schon in einigen Zeitungen, Börsenzeitungen hatte schon, glaube ich, was geschrieben von 800 Millionen, die zeigen, in welche Richtung das Ganze gehen sollte und zeigen eben auch, dass die MBB-Aktie auf dem aktuellen Niveau noch durchaus Chancen für eine Trendfortsetzung hat. Mein erstes Kursziel liegt hier im Bereich von 150 Euro. Und da muss man mal sehen, wie sich das IPO tatsächlich entwickelt, wie sich die Märkte weiterentwickeln. Also MBB auch für 2021 eine interessante Chance. Helmer Eigenheimbau hattest du jetzt schon längere Zeit nicht mehr dabei. Die Aktie hat zuletzt einen schönen Sprung nach oben gemacht. Was spricht deiner Meinung nach alles für Helmer? Ja, Helmer hat die Corona-Krise insgesamt eigentlich recht gut verkraftet, so wie es ausschaut, konnte auf vielen Baustellen weitergebaut werden. Und das große Fund bei Helmer ist natürlich das Grundstücksportfolio, was sich die Gesellschaft gesichert hat in den Speckgürteln der deutschen Großstädte und natürlich auch im Ferienimmobilienbereich. Hier hat man jetzt richtig Gas gegeben an verschiedensten Stellen. Und das Thema Ferienimmobilie ist natürlich durch die Corona-Pandemie jetzt auch wieder ein bisschen in den Fokus gerückt. Der ein oder andere
überlegt, vielleicht dann doch sich jetzt eine eigene Ferienimmobilie anzuschaffen, um diesem ganzen der ganzen Urlaubsthematik und dem möglichen Risiko aus dem Weg zu gehen. Und ja, du hast gesagt, der letzte Kurssprung hier, das waren erste Eckdaten zum Auftragseingang. Man sieht hier, Helmer ist richtig gut unterwegs und sollte die PS jetzt im laufenden Jahr auf die Straße bekommen und Umsatz und Gewinn weiter steigern, dann dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Was natürlich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt etwas weniger berichtet haben oder ich weniger darüber gesprochen habe, war zum einen, ja, es gab wenig zu sagen. Jetzt so langsam sickern eben die Fakten durch, dass das Unternehmen weiter gut positioniert ist und operativ auch weiter auf einem guten Kurs ist. Also für Anleger mit etwas längerem Atem, also das ist jetzt keine Geschichte, die in den nächsten Wochen über die Bühne geht, ist Helmer jetzt auf dem aktuellen Niveau durchaus wieder interessant und sollte sich im laufenden Jahr aus den genannten Gründen weiter positiv entwickeln können. Die Aktie von Heidelberger Druck hat schwere Zeiten hinter sich. Seit Anfang November ging es allerdings nach oben. Welche Gründe gibt es, optimistisch zu sein? Ja, es gibt einmal mehr das Thema Restrukturierung. Also der Konzern hat wieder ein großes Restrukturierungsprogramm auferlegt. Und gut, der eine oder andere wird bei dem Begriff oder bei dem Thema mögliche Restrukturierungserfolge natürlich die Nase rümpfen. In den letzten Jahren hat es hier schon einige Versuche gegeben. Aber ich will jetzt nicht sagen, diesmal wird alles anders, aber die Aussichten sind doch recht gut. Man hat Unternehmensanteile abgestoßen, die nicht profitabel waren oder die man nicht mehr weiter vorantreiben will. Jetzt wurden noch rund 200 Millionen Euro erlöst. Nach dem heutigen Kurssprung haben wir, glaube ich, einen Börsen von rund 300 Millionen auf den Kurssprung. Komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, und man hat das Potenzial, hier noch die Restrukturierung weiter durchzuziehen, noch weitere Einsparpotenziale im hohen zweistelligen bis dreistelligen Millionenbereich. Also hier kann sich jetzt tatsächlich endlich eine gesunde Basis entwickeln. Man fokussiert sich auch weiter mehr auf wiederkehrende Umsätze. Und man sieht es hier im Chart, heute haben wir einen deutlichen Kursprung, der ist begründet mit dem Thema Wallboxen, also Ladestationen für Elektroautos im privaten Bereich. Ein absolutes Trendthema aktuell. Und ich glaube, nur die wenigsten wissen, dass Heidelberger Druck hier führend in Deutschland mit unterwegs ist, diese Produkte anbietet, hat diesen Bereich in den letzten Jahren auf und ausgebaut, ja, und hat heute bekannt gegeben, dass man die Kapazitäten doch verdoppeln muss und auch verdoppeln kann, weil die Nachfrage eben so hoch ist. Natürlich ist der Umsatzanteil überschaubar, aber wenn man das Ganze jetzt zusammensetzt, das Puzzle, also die möglichen Restrukturierungserfolge und eine verbesserte operative Entwicklung gepaart mit so einem absoluten Trend- und Wachstumsthema, dann hat man eine schöne Mischung. Wir sind jetzt mit der Aktie das erste Mal seit längerer Zeit wieder über die 1-Euro-Marke. Aber ja, fügen sich die Puzzleteile tatsächlich zusammen, hat die Aktie kurzfristig und eben auch auf Jahressicht durchaus großes Überraschungspotenzial und dürfte jetzt vermehrt auf den Kurszetteln der Investoren auftauchen. Eine weitere Turnaround-Story könnte Delticom sein. Der Konzern befindet sich auch im Umbruch. Wie weit ist denn Delticom in der Neuausrichtung? Kann man als Anleger einsteigen? Also ich glaube persönlich, nach dem, was ich jetzt mal ausgearbeitet habe, ist der Konzern schon deutlich weiter, als der ein oder andere annimmt. Man sieht hier, wir haben jetzt schon mal, ich nenne es mal, zwei Schübe nach oben gesehen. Der eine war im Sommer und jetzt der zweite ist im Herbst-Winter gestartet. Natürlich der starke November, der viele Nebenwerte nach oben getrieben hat. Aber das Unternehmen hat quasi mit diesen beiden Terminen die Jahresprognosen für 2020 angepasst, erhöht und erklärt, dass man bei der Fokussierung auf das Kerngeschäft, also wieder Reifen und Kompletträder online zu verkaufen. Es gab hier ja kleinere Ausflüge in den Online-Lebensmittelbereich oder auch Schmierstoffe wurden verkauft etc. Alles eingestampft und die Restrukturierung scheint jetzt tatsächlich zu greifen. Der Vorstand hat angekündigt, für 2020 auch unterm Strich schwarze Zahlen zu schreiben. Das wiederum gepaart mit der Tatsache, dass das tatsächlich auch wenig Investoren auf der Agenda haben, weil auch Delticom in den letzten Jahren immer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man kann es schon
so ausdrücken, viel versprochen, wenig geliefert hat. Im Moment sieht es so aus, dass das Unternehmen, ja, ich will nicht sagen, wenig verspricht oder wenig anbietet, aber dass man am Ende doch deutlich besser rauskommen kann. Und das sollte sich dann mit den nächsten Zahlen, die dann im Frühjahr jetzt veröffentlicht werden, zeigen. Dann dürfte die Aktie nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Und natürlich muss man, ist man quasi gezwungen, noch zu sagen, dass dieser, wie will ich sagen, Wintereinbruch, aber wir haben selbst in unserer Region hier das erste Mal wieder seit einigen Jahren länger als 48 Stunden Schnee. Das könnte das Geschäft, das Kerngeschäft quasi auch antreiben, den Winterreifenabsatz ein bisschen vorantreiben. Ist eine Randnotiz, sollte man aber auch nicht vergessen. Also alles in allem, Delticom auch eine spekulative Chance für 2021. Dann, Michael, danke ich dir für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, fünf Chancen für 2021. Wir bleiben am Ball. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.